Hey, ich habe die Zeit, mal mit mir selbst zu sprechen. Ich habe Zeit hier. Hier, ich halte sie in meinen Händen. Sie rennt mir durch die Hände. Mit mir selbst zu reden. Was will ich mir sagen? Was ist das Wichtigste, worauf ich achten sollte oder nicht achten sollte? Dass ich in meiner Angelegenheit bleibe. Doch was ist denn meine Angelegenheit? Was ist das? Dieser Körper? Ist dieser Körper meine Angelegenheit? Sind diese Gedanken, die hier durchrattern oder sich einschleichen in meinen Seinszustand, ist das meine Angelegenheit? Ist das Sein meine Angelegenheit? Ja, was ist jetzt deine Angelegenheit? Der Atem? Die Rechnung, die im Briefkasten liegt? Ja. Was meinst du damit? Bleib in deiner Angelegenheit. Bleib in deiner Angelegenheit. Bleib nur in deiner Angelegenheit. Bleib in deiner Angelegenheit. Was legt sich an dich ran? Na, noch schöner ist doch, das sei das, was du nicht sein kannst. Da ist dann weder was nötig noch irgendwas unnötig. Sei das, was du nicht sein kannst. Oder ist auch schon völlig falsch formuliert. Du bist das, was du nicht sein kannst. Aber du musst es nicht wissen. Es ist nicht von einem Wissensfaktor abhängig. Es ist nicht davon abhängig, dass du irgendwelche Faktoren und Fakten beobachten kannst. Und sie dann glaubst, als einen Beweis herzunehmen, weil die Beobachtung von Fakten ist ja noch lang kein Beweis. Weil es ist ja zeitgebunden. Da kannst du sagen, ja, ich habe beobachtet, wenn ich das Glas loslasse, dann fällt es am Boden. Das habe ich jetzt schon so oft erlebt und dann muss ich immer die Scherben auf. Das ist voll der Fakt. Also das ist ein Beweis für die Schwerkraft. Ja, für mich ist das ein Beweis für die Schwerkraft. Ja, aber da gibt es die Schwerkraft. Objekte fallen runter. Ja, nur wie lang gibt es die? Solange es einen gibt, der sich in einer schweren Situation, Schwerkraftsituation befindet. Tja, wenn jetzt der weg ist, der beschreiben kann, dass er ein Glas fallen lässt. Und dass es da Schwerkraft geben würde. Dann, wer kann da noch Schwerkraft beschreiben? Für wen hat es dann überhaupt noch eine Bedeutung? Klar kannst du sagen, es gibt unendlich viele Hampelmänner, Frauen oder so, die ein Glas fallen lassen könnten. Aber wo sind die jetzt? Und wieso brauchst du überhaupt einen Beweis für irgendwas? Reicht es dir nicht, dass du bist? Was ist deine Angelegenheit? Bleib in deiner Angelegenheit. Heißt das, in meiner Angelegenheit zu bleiben, dass ich mir keine Sorgen machen brauche über wen auch immer, den ich liebe, von dem ich dann Angst habe, dass er vielleicht einen falschen Tritt macht und dann stolpert und sich das Genick brechen könnte oder die falsche Entscheidung trifft? Ja. Das finde mal raus. Ist das deine Angelegenheit, dir Sorgen zu machen? Und um was machst du dir da Sorgen? Du machst dir ja dann eigentlich wieder nur um dich selbst Sorgen, dass du dann schlecht drauf bist, wenn dein Geliebter sich was gebrochen hat oder leidet, weil da leidest du ja dann mit. Da leidest du ja dann auch. Du willst ja
selber nicht leiden und darum machst du dir Sorgen, dass den anderen nichts passiert. Weil wenn es denen nicht gut geht oder da irgendwas passiert, dann Ja, und deine Angelegenheit ist halt dann einfach, das zu spüren, dass du eigentlich selbstsüchtig bist und selber nicht leiden willst und darum so tust, dass du nicht willst, dass die anderen, dass es denen schlecht geht. Ja, so redst du wieder schlau daher. Was ist meine Angelegenheit? Was ist meine Angelegenheit? Ja. Oh, okay. Das stört mich weiter. Bin gleich fertig. Willst du mit raus? Ja. Ja, okay. In 5 Minuten. Ja, ja. Also, eine kurze Interprotolokation. Ein Hinweis ist noch ganz schön, den muss ich jetzt noch mir selber geben. Das ist diese Wahrnehmungsgeschichte von mir selbst. Es gibt ja diese Idee anscheinend, wo du so, ich muss immer mich um mein Leben kümmern, ich muss mein Leben auf die Reihe bringen, ich trage die Verantwortung, ich habe Schuld. Dieser ganze Moralkomplex, der irgendwie durch dieses kulturelle Gesellschaftsprogramm oder familiäre, was auch immer, irgendwie aufgetaucht ist. Und dann dieses intensive Erleben da ist, dass da ein Ich ist, das die Schuld hat, das sich anstrengt, das auf dem die Welt lastet und sein Leben auf mir lastet so viel Verantwortung und ich muss doch die Welt retten, weil sonst ja, und Sinn, ich brauche einen Sinn und so diese Identifikation mit diesem abgefahrenen Ich, Moralkodex, was auch immer, Belastung, die Schwere des Lebens, oh, ich muss mich kümmern. Ja, das ist ja einfach so ein Wahrnehmungsaspekt, der so ein Glaubenssystem beinhaltet und da kannst du dann dran, ich dann glauben dran, ja, ich bin's, ich heb jetzt meinen Finger, ja, ich muss jetzt dann die Rechnung unterschreiben. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, sich was erklären zu wollen, aber es ist auf keinen Fall die Wahrheit. Es ist ja nur eine Erklärung, ein Konzept, ein Glauben, so wie dass du dran glauben könntest, da gibt es einen Schöpfer, der hat dich geschöpft und jetzt hast du die Suppe und der Schöpfer hat sich zurückgezogen und ist jetzt auf einmal ein weißer Nebel, der ganz friedlich in allen Tälern schweigt oder so. Wäre ja auch ein Glauben oder keine Ahnung. Es hat einen Urknall gegeben und dann seitdem haben alle einen Knall und es knallt ständig weiter. Ganz leise halt nur noch das unendliche Echo von diesem Urknall. Nichts hat einen Sinn, sondern es ist ein einfach sich selbst organisierender Prozess und nur durch das Denken werden da dem Ganzen irgendwelche Sinnhaftigkeiten aufgedröselt. Dabei ist einfach alles so, ohne irgendwie einen Sinn zu brauchen oder haben zu müssen. Sondern der Mensch strebt nach dem Sinn, weil sonst fehlt er sich sinnlos und wird sich vielleicht viel zu oft umbringen, wenn er keinen Sinn im Leben hätte. Also heißt es, gib doch einfach deinem Leben einen Sinn und dann musst du dich vielleicht nicht so schnell umbringen lassen. Hahaha. Ha, ha. Ja, aber genau. Die andere Wahrnehmungsperspektive ist ja auch das, dieser Organismus hier, alles was hier ist, ist ein integraler Bestandteil des Lebens, der elementaren Kräfte und er wird ja so, oh, diese Hand wurde gerade bewegt von dem Leben, was auch immer, von dem, was die Blätter bewegt, was das Wasser plätschern lässt, also diese Wahrnehmung oder das ist da gar kein Ich gibt, das irgendeine Kontrolle hätte, sondern dieses Ganze, für was ich mich da empfinde, das wird bewegt vom Leben, das wird gelebt.
Jeder Moment, jedes Augenzwinkern wird schon von der Absolutheit des absoluten Daseins hervorgebracht, weil es alles hervorgebracht hat und alles bewegt. Das ist eine absolute Bewegung, die sich in unendlich kleine Bewegung differenziert und nichts kann herausgenommen werden und nichts hat seine Eigenständigkeit. Das ist natürlich auch ein abgefahrener, so ein toller, auch ein totalitärer Glaube, dass keiner irgendwas macht, sondern alles geschieht ganz von selbst, ohne dass es irgendeinen Willen drin gibt oder auch irgendeine Willenlosigkeit, sondern das Leben lebt sich selbst, so wie das Leben sich lebt, in alle möglichen Aspekte. Und da drin kannst du dann auch glauben, ja, ich bin jetzt ein kleines Wesen im Leben, das jetzt seine eigenen Entscheidungen treffen kann und dadurch natürlich auch sehr im Dilemma ist, dass es die falsche Entscheidung treffen kann, weil wenn ich Mist baue, dann könnte es ja zu solchen Komplikationen führen, dass ich dann vielleicht mich selbst dadurch bestrafe, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Ja. Und das Tolle ist ja diese Freiheit. Egal, was wer glaubt, egal, was ich glaube, dem Leben oder der Wirklichkeit ist es doch völlig Schnuppe. Die ist, wie sie ist. Und dann kann ich halt im Kampf damit gehen und sagen, die Wirklichkeit soll so sein, wie ich mir das vorstelle. Sie soll anders sein, so wie ich will, wie ich glaube, dass es richtig wäre. Bla 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 bla. Und dann bin ich halt im Krieg mit der Wirklichkeit. Oder ich bin das, was ich bin. Also ich bin die Wirklichkeit, die sich selbst verwirklicht in unendlichen Verwirklichungen. Und da ist dann keiner da, der einen Konflikt mit irgendwas hat, sondern was auch immer geschieht, ist das, was geschieht, und eigentlich ist gar nichts geschehen, weil in Wirklichkeit ist nichts geschehen, sondern die Wirklichkeit träumt sich in einer Verwirklichung von unendlichen Verwirklichungen und Realitäten. Und ja, und es fühlt sich so real an, dass ich jetzt hier bin und eine Faustballe und sage, kümmere dich einfach nur um deine eigenen Angelegenheiten, mehr musst du nicht machen. Aber von wo willst du denn wissen, was deine Angelegenheit ist? Da sage ich, das wird dir schon gezeigt, du wirst es schon wissen zur richtigen Zeit. Und sobald du dich in andere Angelegenheiten einmischst, die dich nichts angehen, verlässt du dich selbst und dann leidest du. So einfach könnte es auch sein, ja? Aber es heißt ja auch, warum nicht kompliziert? Es kann auch absolut kompliziert sein. Wer braucht denn, dass es einfach ist, dass es nur fließt und friedlich und glücklich? Es kann doch auch unglücklich, unfriedlich, disharmonisch, voller Angst und alles Mögliche sein. Weil aus dem, was du nicht sein kannst, ist ja nie irgendwas passiert, sondern du träumst den Stress, du träumst die Aufregung, du träumst, dass du dich selbst vergewaltigen kannst, du träumst, dass du dich selbst lieben kannst und du kommst nicht raus aus dem Traum von dieser Trennung zwischen dir und was anderem, obwohl das alles du bist, weil du bist ja der absolute Traum. Du kommst da nicht raus, weil du gar nicht drin bist in dem Traum, sondern deine Kraft der Vorstellung lässt dich diesen Traum als Realität erleben und dann klammerst du dich dran, weil es dir Spaß macht. Du kleiner Klammeraffe! Danke für das Selbstgespräch. Habe ich endlich mal wieder mir ein bisschen schönen Quatsch erzählen können. Mich selbst beleuchten von vielen Aspekten, ohne je. Weißt schon. Also, dieser blöde Spruch. Du bist schon das, was du nicht sein kannst. Und der Rest geschieht von selbst. Alle Anstrengungen, alle Leichtigkeiten, alle Übelkeiten und alle Wohlseinszustände. Einfach von selbst, wie von selbst, unaufhaltsam bist du schon verwirklicht. Du bist die Wirklichkeit, die schon verwirklicht ist,
und die sich selbst in einen Zustand von einer persönlichen Wahrnehmung manipuliert hat und nun einen zeitlichen Ablauf in sich selbst erlebt und so ein dramatisches oder ein komödienhaftes Erleben eines eigenen Lebens haben kann. Und das in unendlicher Variation, weil, aber wenn ich jetzt nur hier in mir drin stecke, kann ich gar nicht nachvollziehen, wie es in jemand anderen ist, der ich auch bin, weil der andere, falls es den überhaupt gibt, der ist ja genauso die Wirklichkeit, die absolut verwirklich ist in jedem Moment. Da alle Momente schon da sind, aber du sie nicht wahrnehmen kannst, da du dich selber in einem Strom befindest mit deiner Wahrnehmung, wo du einen zeitlichen Ablauf von A nach B erlebst, so, so meine Geschichte, ich wurde geboren, dann habe ich kacken gelernt und dann bin ich spazieren gegangen, dann habe ich eine Freundin gehabt, dann hat sie mich verlassen, dann wurde ich traurig, hatte ich eine Depression, habe ich eine neue Freundin kennengelernt, dann habe ich wieder Hoffnung geschafft, dann ist die auch gegangen, dann habe ich mir ein Butterbrot geschmiert und es ist mir runtergefallen und dann war auf der Butter auf einmal lauter Staub, dann habe ich mich so geärgert, dann habe ich mir ein neues gestrichen, aber dann musste ich schon wieder losgehen und konnte es gar nicht aufessen und so und so weiter, bla bla bla.